So, also wir haben jetzt unser Spiel und wir wollen links oben einen Zirkel starten. Das mache ich mit einem Cube. Wichtig, nicht vergessen, wenn Sie so einen Cube habt, am Anfang einmal alle Game Objects auf 0-0 setzen, damit ihr wisst, was es sind. Und dann von dort aus positionieren. Das heißt, schwupps, das Brat sein, macht sich wieder schlanker, weniger Brat. Und machen wir da oben hin. Wenn das Teil dann auch noch Farbe haben soll, mache ich ein neues Material, nenne das mal Brick und ziehe das Material auf den Cube, den ich jetzt gerade gezeigt habe. Ich hoffe, das war der richtige. Und mache das jetzt Ganze noch bunt, ich mache ihn jetzt rot. Und wenn ich will, dass er durchsichtig ist, konnte ich zum Beispiel noch einen Shader drauflegen, zum Beispiel einen diffusen. Dann ist es aber wichtig, dass ich ihm da einen Alpha-Kanal auch noch sage und dann sehe ich, dass er da schon transparent wird. Gut, dann nenne ich meinen Cube nur Brick. Hoppala. Nennen wir den nur Brick. Brick. Und wenn ich das jetzt anspiele, sollte ich so schauen, dass der Ball da zumindest schon abgeholt hat. Und so, recht viel mehr passiert noch nicht. Jetzt, wenn ich jetzt das mal anschaue, bleibt halt der Ball zwar an, aber es tut sich sonst noch nichts. Ich will, dass der Ball, wenn er da drauf liegt, den Zielstab runterhaut. Gut, damit das passieren kann, braucht der Zielstab mal Physik. Physik heißt immer dasselbe, und zwar das Teil markieren, dann da unten auf Add Component, das man bei mir gerade noch sieht, blöderweise, da ist der Add Component Button, Physics und dann Rigid Body hinzufügen. Ganz wichtig, Rigid Body. Rigid Body ist da. Wenn ich es mir jetzt anschaue, wird der Stein einfach runterfliegen, was ja auch nicht so intelligent ist. Darum Gravity weg. Dann sollte der Star, wenn ich ihn jetzt berühre, das machen, was ein Star machen darf, der im Weltraum herumfliegen darf. Und zwar, wenn ich am anstehe, fliegt er einfach ewig lang in die Richtung, in die ich am stehen habe. Was natürlich ein bisschen fad ist. Der schwebt halt so mal drum. Gut. Im Endeffekt will ich nichts anderes als eine Kollisionsüberprüfung. Wenn der Ball kollidiert mit dem, dann aktiviere die Schwerkraft, damit er runterfliegt. Gut. Das muss ich wieder bei Script machen. Das heißt, ich gehe wieder in meine Assets, in meinen Script-Ordner und mache mir ein neues JavaScript. Ich nenne das jetzt Brick. Und jetzt ganz wichtig, weil das mindestens 5 pro Gruppe nicht machen, das Script auf den Brick draufziehen. Script nehmen und auf den Brick draufziehen. Können wir dann kontrollieren, Brick anklicken, dann ist da rechts unten das Script und dann können wir das Script aufmachen und dann geht es weiter, sobald wir das alle haben. Die Kollisionsüberprüfung, einfach wieder Function on Collision Enter, dann wird wieder das Objekt, das mit dem ich kollidiere, als Parameter übergeben, den nenne ich wieder Bums, mein Bums Collision und fertig. Und da drinnen muss ich jetzt dafür sorgen, dass die Eigenschaft da von meinem Trick, die Eigenschaft Gravity, Use Gravity, eingeschaltet wird. Die Eigenschaft liegt auf dem Trick in der Komponente Rigid Body und heißt Use Gravity. Wenn ich das da jetzt hergehe, Trick, da bin ich drauf mit meinem Skript. Also das, Rigid Body ist die Komponente, steht schon da. Punkt. Und Gravity, ich kann einmal auf Verdacht Gravity eingeben, sehe ich schon, okay, da gibt es eine Eigenschaft, die heißt Use Gravity. Nachdem das nur ein Haggerl ist, ein oder aus, ist das auch nur True oder False, also sage ich da True. Wenn ich das jetzt ausprobiere, dann sollte der Zirkelstar, sobald ich ihn anschieße, runterfliegen. So, und plumps. So, Nachteil. Er bleibt auf meinem Pedal liegen. Ui. Und um das kümmert man sich als nächstes. Zwischen. Eins ein Schmäh. Mein Pedal hupft mir nicht, also mein Ball hupft mir immer nicht hoch genug. Der hupft mir zu niedrig. Ich möchte, dass der mit ein bisschen mehr Wumms aufhupft oder ein bisschen beschleunigt.
Die Logik dafür habe ich ja eigentlich schon. Und zwar auf meinen Ballen drauf. Und zwar, wenn er gegen die Wand fliegt, soll er beschleunigt werden. Genau dasselbe mache ich jetzt da einfach fürs Paddle. Das heißt, ich tue da drunter, copy-pasten, sage, wenn mein Ball mit meinem Paddle kollidiert, dann soll er mir jetzt eine Kraft nach oben, also auf der Y-Achse auswirken, also 0 in die X und zum Beispiel jetzt mit 2 in die Y-Achse, damit dort der Ball jetzt jedes Mal, wenn er auf mein Paddle fliegt, nach oben beschleunigen. Damit tue ich mir leichter, dass ich die Steiner abschieße. Weil ich halt einfach immer mit ein bisschen mehr Wumms den Ball aufhört. Weiter geht's. Also wir wollen jetzt mehr Steiner haben. Die Geschichte hinter mehr Steiner sind die Prefabs. Wenn ich da auf Gerät sage, kann ich da Prefabs erzeugen. Tun wir jetzt aber nicht. Ein Prefab, prefabricated, ist einfach nur eine Vorlage oder was Fertiges schon. Ein Prefab erzeugen geht auch ganz einfach, indem ich ein fertiges Element nehme, wo alles schon stimmt, was ich eingestellt habe, wo ein Skript drauf liegt, wo ich alle Komponenten drauf habe. Und das ziehe ich mir jetzt einfach in die Assets um. Dann taucht es da herüben auf. Und alles, was ich jetzt mache, ist einfach das Ding wieder zurückziehen. In dem Moment, wo ich das nämlich in die Assets ziehe, erzeugt er mir davor ein Prefab. Das hat eine Vorlage. Und jetzt kann ich die Vorlage so oft wie ich will wieder einschieben und da anordnen. Und das Praktische dabei ist, alle Änderungen, die ich jetzt da direkt auf dem Prefab mache, da, gehen dann auch für alle anderen. Das heißt, wenn ich da jetzt ein X skaliere, dann skaliert er mir alle. So, das mache ich jetzt einfach mit 8. Dann bauen wir da mal 8 Steine ein. Wichtig war vielleicht dann nur, dass der Ball dann nicht oberhalb von den Steinen startet, sondern halt unterhalb. Jetzt habe ich mal einen Schastrad. So. Machen wir ganz viel Steine. So, Ballen unterhalb starten lassen und ausprobieren. Und was ich jetzt halt habe, ist, dass immer nur die Achseln auf mein Paddle liegen bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt runterschieße, dass die da jetzt irgendwie da drauf immer dumm stehen. Das will ich nicht. Ich will, dass wenn die runterfliegen, dass sie einfach durch alles andere durchfliegen. Dazu ein wichtiges Verständnis. Alle Kasteln haben sogenannte Collider drauf. Das Ding, was die Kollision berechnet, ist der Collider. Das ist nicht das Element selbst, sondern immer das grüne Kastel, was da rundherum ist. Diesen Collider kann ich da ein- oder ausschalten. Wenn ich den Collider da direkt auf dem Prefab ausschalte, dann gilt das ja für alle. Mit dem Ergebnis, dass der Ball jetzt da hoffentlich durch alle durchfliegt. Hoppla. Treffen muss man es halt auch. So, jetzt kollidiert nichts mehr, weil der Collider deaktiviert ist. Außer vom ersten, weil der erste noch kein Prefab war. Na gut. So, lass den Collider. Der Collider selber, wenn sich den ausschaut, den kann man aggressor machen, dann kollidiert das Ding schon da herüben. Also grundsätzlich ist wichtig, es geht immer um einen Collider. Gut, wenn ich den Collider jetzt einfach deaktivieren will, und zwar in dem Moment, wo ich getroffen habe, soll er einfach deaktiviert sein, dann gehe ich her und gehe wieder ins Skript. Der Collider ist jetzt da einfach nur eine weitere Komponenten auf mein Brick. Das heißt, auf mein Dis, wo bin ich auf dem Brick, kann ich jetzt da, genauso wie in RigidBody, einfach einen Collider auswählen und kann jetzt mit Enabled ist gleich False einfach deaktivieren. Mehr ist das nicht. Wenn ich das jetzt ausprobiere, werden die Steiner, wenn es runterfliegt, einfach durchfliegen. Durch alles andere. Hoffentlich. Start nicht immer, ob es ja dauernd hat. So, Start offen, Start fliegt durch alles durch. Wenn es motiviert seid, kennt ihr den Steinern dann, wenn es getroffen sind, nur ein Force in die Z-Richtung, also in die Achsen da vier oder zurückgeben, damit zum Beispiel nach vorn wegfliegen oder nach hinten wegfliegen. Dann kann es auch nicht mehr so ausschauen, als daran, also dann fliegen sie nicht mehr optisch durch Sachen durch die Wände zum Beispiel durch, wenn sie auf Zeiten fliegen. Dazu mal kurz, einfach nur auf Assets klicken,
geht auf Import Package und importiert die Partikel. Assets Import Package Particles importieren. Da einfach alle, kommt gleich. Import alle da. Und dann sollten es da herunten auftauchen bei den Standard Assets. Es gibt in die Game Objects auch so ein Partikelsystem. Wenn ich mir sowas da jetzt da reinhaue, sehe ich, ich habe da so ein Teil, was Partikel emittiert. Ein Partikelsystem tut nichts anderes als Objekte dynamisch erzeugen und einer Kräfte mitgeben, einer Textur mitgeben, was auch immer. Das heißt, das können verschiedene Objekte sein, das können kleine Kasteln sein, das können Kugeln sein, das können Schneeflocken sein, wenn ich eine Schneeflockentextur drauf gibt. Das kann alles sein. Diese Dinger haben rechts extrem viele Sachen zum Einstellen. Wenn ihr euch das anschaut, ich kann einmal den Simulation Space einstellen, der ist für später dann wichtig. Lokal heißt, die Dinger verfolgen den Emitter immer. World heißt, wenn die Dinger einmal den Emitter verlassen haben und der Emitter bewegt sich, bleiben die Partikel selber dort, wo sie waren. Seht ihr dann später noch. Dann gibt es so Sachen wie die Emission Rate, die ich da aufgetragen habe, dann kommen da mehr raus. Nur mehr. Dann, was haben wir da noch? Zum Beispiel so Sachen wie Size by Speed, nein, Size over Lifetime, kann ich definieren, dass die Dinger immer weniger werden, immer kleiner werden. Dazu muss ich es aber natürlich auch hageln. So. Dann habe ich da unten ein Diagramm, wo ich jetzt da sagen kann, über die Lebenszeit von so einem Partikel, wie groß soll er sein? Jetzt kann ich dann zum Beispiel sagen, da wird immer kleiner. Dann werden die Partikel immer kleiner. Ich kann einen Gravity Multiplier geben, damit die Gravitation immer mehr auf sie wirkt. Wenn ich das geschickt einstelle, habe ich da so einen Springbrunnen. Fliegen die Sachen von Seiten oben. Ich kann die Farbe ändern, ich kann Kollisionen definieren, alles Mögliche. So, das ist einmal die eine Geschichte. Das ist der Standard-Emitter. Und dann haben wir jetzt da einen Haufen fertige Emitter importiert. Zum Beispiel für Feuer. Oder für ja, Flamme, dieselbe, nur Flamme. Oder so Sachen wie ein Feuerwerk, ups. Oder meine Lieblingsdinger, Seifenblasen. Oder Schnee. Alles, was Partikel sind, dann schneppt es. Ja, Wasser natürlich, haben wir noch einen Springbrunnen. Wasserfall, Blitze, alle möglichen Varianten von Rauch. Den sieht man halt da. Gut. So. Dann euer Job, spült euch einfach. Probiert alle einmal durch, schaut euch einmal an. Schaut auch, dass es größer macht, dass es mehr macht, dass die Richtung von den Partikeln ändert. Geht einfach rechts in den Inspektor mal die Eigenschaften von den ganzen Dingen durch, vom Standardpartikelsystem und von den fertigen, was wir da unten jetzt haben. Also, die Bricks sollen explodieren. Das heißt, machen wir mal was, eine Partikel-Simulation fürs Explodieren. Ich nehme das Feuerwerk und ziehe mal das Feuerwerk da auf einfach die Bricks drauf. Freue mich recht, explodiert. Wichtig ist jetzt einmal, es soll ja nicht vom Start weg explodieren, sondern erst per Skript ausgelöst explodieren. Drum das Emithagerl einmal von Haus aus weg. Kein Emithagerl da. Und jetzt hätte ich das gern auf alle Bricks. Dazu gibt es da heroben das Apply, beziehungsweise dasselbe habt ihr da bei GameObject, Apply Changes to Prefab. Wenn ich da draufklicke, habt ihr auf einmal auf alle Elemente, die auf demselben Prefab beruhen, das Feuerwerk drauf. Sonst einfach da auf Apply. Also jetzt müsst ihr das Prefab, den Brick selber markieren und dann rechts oben auf Apply.
Gut. Wien 8, nehmen wir das Feuer auf den Break. Einfach draufziehen. Feuerwerk nehmen und draufziehen. Wichtig ist nur, da, bevor es auf den Blei drückt, da das Hackerl weg bei Ihnen. So, und jetzt nur kurz abzählen im Code. Dann, wenn der Ball in den Brick trifft, den hab ich ja, das habe ich eh schon da, baue jetzt nur gar abzählen. Und zwar schalten wir den Emit von dem Partikelemitter wieder ein. Nachdem das ein Partikelemitter ist, der auf einem Unterelement von meinem Brick liegt, kann ich das mit getComponent in child nehmen. Mit dem suche ich mir jetzt eine Komponenten, die in dem Unterelement ist, von meinem Brick, also in dem Partikelsystem. Und da suche ich mir jetzt den Partikelemitter. Kann ich machen, weil ich habe da drunter nur einen Partikelemitter. Also suche ich mir den einen Partikelemitter, der unterhalb vom Brick liegt. Und da sage ich jetzt wieder Punkt Partikelemitter.emit. Punkt Emit ist gleich True. Wenn ich das jetzt ausprobiere, müsste jeder, weil das Skript liegt ja auf alle drauf, Zirkelstar, wenn ich ihn triff, explodieren. Kurz probieren. Und also explodieren ist jetzt übertrieben, aber ein Feuerwerk gibt es. Bei mir ein bisschen schneller geht auch, war super. Okay. So, explodieren. Perfekt. Ich will jetzt quasi Schubdüsen für mein Pedal machen. Da muss ich mir als erstes mal überlegen, was nehme ich als Schubdüsen. Zum Beispiel da die Sparks konnte ich nehmen. Nein, die sind nicht so gut. Das konnte ich sonst nehmen. Das da noch Sparkle. Gefällt mir auch nicht. Die Sparks da. Die waren dir. Wenn ich die nehmen wollte, Fahrrad, konnte ich da her platzieren und da jetzt einmal einfach dran. So, konnte man schon als Schubdüsen verkaufen. Oder, was könnte man noch nehmen, wir konnten da die Small Flames nehmen, einfach her platzieren. Die waren halt jetzt auch auf, weil wenn ich die jetzt drehe, dann waren die trotzdem nur auf. Also man sieht, da in der Mitte ist jetzt Draht, also sie werden nach links ausgestoßen, aber sie steigen dann auf. Da gibt es dann rechts, da muss man sich halt ein bisschen durch die ganzen Eigenschaften durchkämpfen. Ja, da gibt es zum Beispiel die Eigenschaft Force und die ist 5 in die Y-Richtung, also auf. Wenn ich da sage 0, dann gehen sie nicht mehr auf. Wenn ich da jetzt aber sage bei X, zum Beispiel minus 5, dann stoßt das nach links ab. Oder minus 2. Oder minus 3. Kann ich mir spielen. So. Ja. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen platzieren. Dann hätte ich ja theoretisch schon Schubdüsen. Den Schubdüsen, die hänge jetzt einmal direkt an das Pedal dran. Und gebe einen Namen, zum Beispiel Flamme links. So, jetzt ist wieder wichtig. Von Haus aus, Emit aus. Von Haus aus soll es nicht emittieren. Und wieder erst per Skript soll es emittieren. In dem Fall jetzt im Pedal-Skript, wenn ich noch rechts drücke, soll ich links da die Düsen emittieren. Das heißt, ich gehe aufs Pedal-Skript. Wenn ich noch rechts drücke, ist da. Und jetzt sprich ich mal den Emitter wieder an. Das kann ich machen auf 1000 Varianten. Ich mache es jetzt einmal auf eine ganz andere. Ich sage GameObject.find. Damit suche ich mir mit dem Namen, was ich gegeben habe, irgendein Game-Object. So, wurscht, wo es ist, wurscht, wo es draufhängt. Zum Beispiel meine Flamme links. Und auf dem sage ich jetzt wieder Particle-Emitter.emit ist gleich true. Wichtig, ich muss den ja auch wieder ausschalten. Darum mache ich dann Else-Zweig dazu. Also wenn ich nicht auf die rechte Maustasten drücke, rechte Tasten, Pfeiltasten drücke, dann soll er genau das Umgekehrte machen, nämlich das Ding auf False setzen. So. Jetzt Klammer. Das jetzt wieder ausprobieren. Das wird jetzt wieder Ewigkeit dauern zum Laden.
das sollte der Uwe Manera. Du hast den Schwerpunkt vergessen, bevor es. Ja, danke. Schwerpunkt. So, gut, wieder Ewigkeiten warten, bis er den ganzen Pass geladen hat. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, emittiert er nur nach rechts die Flamme. Ich kann mich natürlich jetzt auch noch weiterspülen und sagen, meine Flamme links soll mehr rauskommen, also Min Emission, da haben wir da ein bisschen aufgetragen auf 26. Und 200 ist vielleicht ein bisschen kackfisch. Schauen wir mal, was passiert, wenn das auf 100 ist. Dann kommen da ein bisschen mehr raus. Gut. Es gibt, oder Rechner sind unterschiedlich schnell. Und wir machen momentan alles im Update, in der Update-Funktion. Das heißt, pro Frame. Und wir dann aber jetzt auch zum Beispiel die Geschwindigkeit, wie sich ein Objekt bewegt, pro Frame anpassen. Auf einem schnelleren Rechner sind die Frames schneller. Heißt, mein Pedal wird sich schneller bewegen. Auf einem langsamen Rechner habe ich weniger Frames pro Sekunde, das heißt, mein Pedal wird sich langsamer bewegen. Damit ich das ausgleichen kann, gibt es in Unity die Time.DeltaTime. Das heißt, da drinnen steht immer die Differenz zwischen zwei Frames. Habe ich viel Frames pro Sekunde, ist die Delta-Time ganz klar. Habe ich wenig Frames, ist die Delta-Time ganz groß. Wenn ich jetzt die Speed, also den Part, das, um wie viel sich ein Objekt pro Einheit, pro Frame bewegt, mit der Delta-Time multipliziere, heißt das auf Deutsch so viel wie, es wird sich, egal auf welchen Rechner, immer pro Sekunde gleich weit bewegen. Weil auf einem Rechner, der langsam rennt, ist die Delta-Time groß und dafür ist auch die Speed groß, aber dafür wird es pro Sekunde ja nicht so oft ausgeführt. Auf einem Rechner, der schneller rennt, ist die Delta-Time klar, aber dafür, das heißt, die Speed wird auch relativ dazu natürlich auch viel kleiner und dafür wieder viel öfters ausgeführt. Ja. Nein, noch nichts. Also Grafikkarten, es rechnet alles über die Grafikkarte. Das Problem haben wir da sowieso nicht. Gut, das heißt aber für mich, dass ich alles, was da jetzt so Abstände pro Zeiteinheit sein sollen, ich mit Delta-Time da multipliziere, damit das auf jeden Rechner gleich groß ist. Gut, das war die eine Sache, was ich euch sagen wollte. Merkt euch das einfach, Delta-Time. Wenn ich will, gleich, dass ich das immer gleich schnell bewege. Die zweite Sache, ich kann da hier oben Variablen definieren. Zum Beispiel meine Kamera. Vom Typ Kamera. So. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ja in Unity herum, wenn ich jetzt auf den Pedal gehe, da bei meinem Pedal-Skript irgendwann hoffentlich meine Kamera. Gespeichert habe ich. Mein Pedal-Skript. Es dauert wieder alles ein bisschen. So, meine Kamera ist da. So habe ich da die Eigenschaft. Also alle Variablen, die ich global definiere, habe ich ja da zum Einstellen und kann ich ändern. Ah ja, eine Kleinigkeit noch. Die Speed, wenn ich die mit der Delta-Time multipliziere, ist die natürlich muss ich klar. Weil die Delta-Time 25 mal Sekunden und dann der Abstand zwischen die zwei Frames, wenn die 25 mal Sekunden ausgeführt werden, ist klar. Also muss ich mein Speed erhöhen, damit es ungefähr gleich schnell ist wie vorher, sagt der 5. So, jetzt wieder zurück zu meiner Kamera. Ich habe da jetzt eine Variable vom Typ Kamera und kann jetzt da meine Kamera da einfach nehmen und da drauf ziehen. Dann ist in der Variable meine Kamera gespeichert. Dasselbe hätte ich zuerst da schon machen können, da mit dem Flamme links zum Beispiel. Einfach eine Variable, da oben meine Kamera, Doppelpunkt GameObject und dann hätte ich das GameObject einfach da drauf gezogen und hätte eine Variable gehabt, wo die Flamme links drinnen ist. In meinem Fall habe ich da jetzt die Kamera drinnen. Und jetzt kann ich mit der Kamera irgendwas machen, wie zum Beispiel, wenn ich mich nach rechts bewege, dass sie die Kamera mitbewegt, sage ich meine Kamera.transform.position.x minus ist gleich 0,01 und wenn ich mich nach rechts bewege, soll ich dasselbe machen und sagen plus ist gleich 0,01. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, wird sich meine Kamera jetzt mitbewegen einfach, weil ich kann ja die Position von meiner Kamera genauso per Skript ändern wie von jedem anderen Game-Object auch. Wenn das nicht wieder Ewigkeit dauern darf.
So. Wenn ich jetzt links und rechts fahre, seht ihr, dass sich die Kamera mitbewegt. Ganz leicht. So, gut, das Wichtige dabei ist jetzt einfach merken, global definierte Variablen kann ich immer da einstellen und ich kann da auch komplette fertige Objekte draufziehen und mit denen dann in dem Skript, wo ich definiert habe, hantieren.